Dunkelheit ist nicht nur die Abwesenheit von Licht. Sie ist unkontrollierbar und unheimlich. Du warst da, hast gewartet, weil die Dunkelheit nicht dunkel für dich ist. Jedenfalls nicht immer. Die nahende Dunkelheit war finsterer, als wir uns vorstellen konnten. Es hat den Anschein, als wollten wir nun dasselbe wie Pilatus. Die erfahrensten Anführer eines jeden Distrikts sollten Jesus verhören und anprangern. Ich sehe einfach, dass wir die Dinge viel schneller und effizienter machen könnten. Du verdienst eine Belohnung für deine gute Arbeit. So kannst du dafür sorgen, dass ihr genug Geld habt, um weiterzumachen. Meine Bilanz ist im Minus. Dein Befehl war, dass du den Anhängern von Jesus das Leben schwer machst. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde errichten. Und die Mächte der Hölle werden ihr nichts anhaben können. Was für ein Chaos. Wieso kann niemand diese Leute zur Vernunft bringen? Was euch da gerade passiert ist, wird noch viel schlimmer. Jetzt, wo ich hier bin, wird der körperliche Tod unser ewiges Leben nicht unterbrechen. Lazarus! Komm raus! Ich weiß noch, dass du wünschtest, es gäbe einen anderen Weg. Und jetzt wünschte ich mir das auch. Ich weiß immer noch nicht, warum es so sein musste. Das Bittere, so oft vermischt mit dem Süßen. Du hattest uns gesagt, dass es so sein würde. So hast du gelebt. Ein Mann der Schmerzen. Mit Leid vertraut.